Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich, keine Ahnung was dieses Video soll, irgendetwas, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, wow, werde ich mich jetzt ready machen. Ich werde so ein bisschen talken. Ich lege jetzt einfach mal los. Ich fange jetzt erstmal an zu konturieren mit der NYX Highlight & Contour Pro Palette. Dann nehme ich diesen Ton hier ganz außen. Nicht ganz außen, einen davor ganz außen, naja, egal. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ich habe eine bessere Quality, weil ich habe jetzt eine richtige Kamera. Das ist jetzt halt ein bisschen anders, ich muss mich erstmal einfinden. Es tut mir leid, weil es jetzt so ein bisschen komisch ist mit mir, weil das ist für mich jetzt auch neu so. Yes. Auf Bronzing habe ich heute keine Lust so richtig. Ich bin jetzt heute mal so ein bisschen mehr die Natural Queen, oh mein Gott. Auf jeden Fall werde ich jetzt den Essence Mosaic Blush benutzen. Worüber ich mich mit euch unterhalten wollte, ist halt einfach, ich habe halt jetzt eine neue Kamera, ich habe jetzt, ein bisschen besseres Setup und das Ding ist halt einfach, ich habe so ein, zwei Problemchen und zwar fehlt mir noch ein Stativ und deswegen ist halt gerade so ein bisschen trouble-mäßig, weil ich habe eigentlich ein cooles Video geplant und das kann ich halt heute nicht machen, weil ich will dieses ganze Setup. Ich hole mir noch ein Mikrofon, ich hole mir noch ein Stativ. Ich brauche die ganzen Dinge, um dieses Video zu drehen. Das ist jetzt hier nur so ein Zwischenvideo, weil ich hatte halt für heute dieses geplante Video geplant. Aber ich konnte es halt jetzt nicht machen. Ist das hier irgendwie jetzt anders so? Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das jetzt irgendwie gefällt, Verbesserungsvorschläge oder sowas. Weil das wäre echt nett von euch. Bitch. Jetzt kommen wir zu Highlighter, da benutze ich den Raffas Plastic Life Highlighter in der Farbe Plastic Life. Yes, 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 der Highlighter sieht gut aus. Da mache ich jetzt meinen Lidschatten und dafür benutze ich mal wieder die Morphe X Jeffree Star Palette. Als erstes benutze ich einen Grünton. Wenn ich das soweit so gut ausgeblendet habe, dann nehme ich jetzt einen Schimmerton aus der Lidschattenpalette, der auch grün ist. Erstmal in einen etwas helleren. Den gebe ich mir eher weiter vorne hin. Ha, ich lieb's. Dann gebe ich zwischen diesem grünen Ton hier hinten und zwischen diesem inneren Schimmerton einen dunkleren Schimmerton, damit ich das besser verblenden kann ineinander. Dann gebe ich jetzt in mein Inner Corner einen Silberton. Dann gebe ich jetzt an meinen unteren Wimpernkranz einen Pinkton. Aber jetzt mache ich noch schnell meine Lashes und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich meine Lashes gemacht und zwar habe ich die Lashes von Huda Beauty in Samantha genommen und ich habe die Catrice Glam & Dolmes Cara genommen. Dieses Video ist so trash. Dann benutze ich jetzt den Essence Stay 8 Stunden Lip Liner in der Farbe, weiß ich nicht. Ich glaube Tea Time. Und jetzt den Lip Gloss Shine 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 in der Farbe Peaches and Creams. Einer meiner Lieblingskombinationen, das ist der fertige Look. Also Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like nach oben da und abonniert meinen Channel. Abonniert mich auch auf Instagram. Genau so heiße ich. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.